Ich zeige euch jetzt einfach nochmal, wie man von der Welle bis zum fertigen Versuchsausbau hinterher alles zusammenbaut, damit ihr nochmal so einen Überblick für alles bekommt. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Beginnen wir natürlich hier mit dem Diffusor und dieser Hauptgrundplatte. Da kommt jetzt das Spritzsystem rein. So, damit sich da jetzt nichts verzieht, kommt jetzt die Welle rein. So, jetzt kommt auch schon die Brennkammer. So, dann verbinden wir die Brennkammer erstmal mit der hinteren Achsenhalterung hier. Und hier ist die. Ja, das wird ja einfach nur drauf gepresst, das hält ziemlich gut. Jetzt kommt der Stator hinten rein. So, Stator ist auch hinten drin. Dann kommt jetzt auch schon Kompressorrad. Damit das vorne hier auch schön dicht ist, tun wir hier so kleine Gummistopfen rein. Schön Stopfen drauf. So, jetzt kommt das Ganze in das Gehäuse rein. So, eigentlich wollten wir hier jetzt noch einen O-Ring reinmachen, haben wir jetzt aber auf die Schnelle keinen bekommen, deswegen werde ich das gleich einfach hier vorne ein bisschen mit Tape abdichten. Gut, das Panzertape mag jetzt das Design nicht direkt unterstützen, aber ich denke, das klappt ganz gut. Damit ist die Turbine jetzt aber soweit fertig zusammengebaut und wir können das Ganze in den Versuchsausbau einbauen. So, so sieht das Ganze dann hier aus, wo das reinkommt. Ich muss gerade hier das lösen, alles. So, und dann sieht man auch schon, dass das Ganze relativ fest ist. Umdrehen. Dann für die Ölversorgung haben wir hier eine Pumpe und eine weitere Pumpe später noch für die Kerosinzufuhr. Aber erstmal versuchen wir das Ganze ja mit Gas zum Laufen zu bringen. So. Hier kommt der Sprit rein. Wir werden das Ganze wieder mit dem Elektromotor versuchen zu starten. Hier, das wird dann an ein Netzteil angeschlossen. Hier ist ein Öl-Sprit-Gemisch drin. Und dann schauen wir mal weiter.